Preisalarm des Tages. Wir haben unseren Staubsaugerroboter heute im Preisalarm. Preisalarm bedeutet immer, wir haben vom Hersteller ein Sonderkontingent zum Sonderpreis bekommen und den wollen wir Ihnen natürlich weitergeben. Das ist unser Preisalarm des Tages. Der Preis gilt allerdings nur heute. Und da haben wir einen Saugroboter, einen Staubsaugerroboter, der Ihnen die lästige Arbeit abnimmt vom Staubsaugen. Also ein Drittel der Deutschen hat schon einen Staubsauger oder will sich unbedingt einen kaufen, habe ich gelesen. Und ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Jeder Deutsche verbringt im Durchschnitt 156 Stunden im Jahr mit Staubsaugen. Pfui, das ist ja verschwendete Zeit. Das ist aber richtig verschwendete Zeit, ne? Also ich gehöre nicht dazu. Ich habe nämlich zu Hause einen Staubsaugerroboter und einen Fensterputzroboter von Pearl TV. Und Sie können den auch heute haben im Preisalarm des Tages. Ich bin super begeistert. Sie merken das schon. Ich kann es gar nicht verstehen, wie man im 21. Jahrhundert noch überhaupt den Gedanken damit verschwendet, selbst zu putzen. Weil das machen mittlerweile Maschinen und die werden ja immer besser und immer zuverlässiger. Ne? So ist es ja mit der Waschmaschine auch. Am Anfang war man skeptisch und mittlerweile wäschst du ja deine Wäsche auch nicht mehr mit einem Waschbrett. Ne? Und hier haben wir heute das günstigste Modell, was ich je gesehen habe. Es ist ein Staubsaugerroboter, aber auch ein Wischroboter. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Aber von vorne. Erstmal saugt er hier sehr zuverlässig alle glatten Böden. Glatte Böden können Hartböden sein, Parkett, Laminat, Fliesen, alles, was man eben so zu Hause hat. Und dann hat der auch, und das ist jetzt ganz toll, die Winterzeit kommt ja, und irgendwann wird es dann ja auch mal schneien. Und dann schleppt man den Matsch immer mit rein. Und da hat der auf der Rückseite hat er auch noch ein Wischtuch, das zeige ich Ihnen gleich auch noch. Und da können Sie jetzt das Tuch ein bisschen feucht machen und dann wischt er auch diese Spuren, ne? Trittspuren oder vielleicht vom Hund, wenn man Gassi gehen war, wischt er dann ganz zuverlässig weg. Das, was Sie hier sehen, ist die Ladestation. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich noch nie erlebt. Der hat eine Akkulaufzeit von 120 Minuten. Überleg mal, 120 Minuten. Das heißt, der ist wirklich 2 Stunden sehr, sehr fleißig, währenddessen Sie kochen, den Kindern spielen, ein gutes Buch lesen, einen Film schauen, eine Serie schauen. Das ist wirklich super intelligent. Und es ist nicht nur der Staubsauger mit dem leistungsstärksten Akku, sondern der ist super leise. Wir sprechen hier von 55 Dezibel. Und 55 Dezibel ist schon wirklich sehr, sehr leise. Das heißt, Sie können währenddessen Mittagsschläfchen machen, die Kinder können schlafen. Also das ist hier schon was sehr Besonderes. Und ich zeige Ihnen auch mal die Rückseite. Hier hat man so ein Tuch. Ne? Das kann ich jetzt ein bisschen, wenn ich wischen möchte, kann ich das nass machen. Einfach unter Leitungswasser. Sind 2 Stück mit dabei. Dann sind hier die Kehrbürstchen, ne? Kehrbürstchen sind mit dabei, ne? Weil hier, der hat ja dann doch eine runde Form. Das heißt, der kommt durch diese Bürstchen auch schön in die Ecken, nimmt dann den Schmutz raus. Und er hat hier einen Permanentfilter, einen HEPA-Filter. Das heißt, hier passen jetzt so ungefähr 1/2 Liter Staub hinein. Ne? Das heißt, Sie müssen auch keine Staubsaugerbeutel mehr nachkaufen. Also da, auch da ist daran gedacht, 0,4 Liter passen hier hinein. Und ich mache das nur mal so, wenn der voll ist, das sieht man ja, ist ein transparenter Behälter. Dann schüttel ich den einfach nur über dem Mülleimer aus. So, mehr muss man dazu nicht wissen. Der ist super unkompliziert und super flach. Ich weiß ja nicht, wie Sie zu Hause staubsaugen, aber häufig ist das ja gerade so unter dem Bett, unter dem Sofa. Das sind ja immer so Problemstellen, da müsste ich jedes Mal entweder das Sofa vorschieben oder mein Bett oder ich lasse es einfach. Ne? Und wenn dann doch mal Wind kommt, dann kommen die Wollmäuse vom Bett vor. Und das ist das Tolle, der ist so flach, das heißt, der fährt sogar unter Betten, unter Sofas, der fährt überall dran. Und wenn er dann irgendwann merkt, ui, Akku geht zur Neige, dann macht er das jetzt hier wie unser Staubsaugerroboter. Dann fährt der automatisch an seine Ladestation dran. Ist das nicht clever? Das ist irre. Das ist eben so praktisch. Das ist ein Roboter, der Ihnen die lästige Arbeit des Staubsaugens abnimmt. Ich finde ihn auch sehr schick mit dem Rot und Schwarz. Und so einen flachen habe ich noch nie gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht ja diese Staubsaugerroboter immer beim Elektronikfachhandel. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann der denn in die Ecken kommen? Ne? Weil der ist ja rund. Aber Sie sehen das hier ganz deutlich in dem Zuspieler gerade. Durch diese Bürstchen, die rotierenden Bürstchen hier, kehrt er sämtlich direkt da in die Mitte, da wo eben gesaugt wird dann. Mhm. Und die machen richtig gründlich sauber und das nimmt ihnen so viel Arbeit ab. Und auch jetzt, wo du sagtest, da mit diesem Wischtuch da hinten noch dran, das ist ja ganz typisch jetzt gerade im Winter, wenn es draußen nass ist, dass man reinkommt und dann hat man überall diese Fußabdrücke. Da nimmt einem der Staubsaugerroboter natürlich eine ganze Menge Arbeit ab. Man muss sich auf die Knie und alles wischen. Und vor allem, der ist ja so klein und kompakt.
Da muss man auch keinen großen Staubsauger dann aus dem Keller holen, sich mit Schlauch und Kabeln rumärgern. Der macht das alles für Sie von ganz alleine. Und er ist wirklich sehr leise. Also da kann man auch ein Buch lesen oder Fernsehen gucken. Der hat ja auch die Sensoren. Sie sehen das ja hier in der Leiste. Sobald er in die Nähe der Leiste kommt, zack, nimmt er automatisch die nächste Fahrtrichtung ein, was natürlich toll ist, gerade wenn Sie auch Treppen haben, Stufen, ne, dass er jetzt nicht einfach runterfährt, sondern das erkennt. Ja. Und das ist ja so clever. Und das finde ich toll. Und ich muss Ihnen sagen, wenn man den so alle 2 Tage fahren lässt, dann hast du auch so eine Grundsauberkeit. Ne? Normalerweise, weiß ich nicht, wischt man immer am Wochenende, nimmt man sich vor oder saugt. Hm. Und hier hast du dann wirklich... Lass meinen so alle 2-3 Tage fahren und dann hat man immer so eine Grundsauberkeit und ich finde das wirklich erstaunlich. Ne? Mein Partner und ich, wir haben einen Hund, der hart wie verrückt. Dann schleppt man den Matsch immer mit rein, wenn man mit dem Hund Gassi gehen war. Und dann, es ist ja auch, ne, man kommt nach Hause, man kommt von der Arbeit, man will eigentlich sich erholen. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das Wochenende für die Hausarbeit und das finde ich so schade. Weil am Wochenende sollte man doch eigentlich mal die Zeit nutzen, um seinen Akku wieder aufzuladen. Ja, und das mache ich jetzt mit dem auch, der lädt jetzt seinen Akku auf und in der Zwischenzeit schauen wir mal auf pearl.de. Schau mal auf pearl.de. Unser Staubsaugerroboter kostet im Preisalarm unter 100 Euro. Hier kostet er knapp 133 Euro. Sie sparen 33 Euro heute im Preisalarm für unseren Staubsaugerroboter. Aber eben nur heute, weil es der Preisalarm des Tages ist. Und Anne, ich kenne euren Hund, der ist so niedlich. Aber er hat auch diese kurzen, strupsigen Haare. Ne? Ja. Und die liegen überall rum. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Und da ist es natürlich, da kann man jeden Tag kann man gar nicht hinterher saugen. Selber, ne? Na, es macht schon viel Arbeit, wenn du es per Hand machen würdest. Und früher hat man es gemacht, weil es eben keine andere Lösung gab, außer vielleicht eine Reinigungsfirma. Ne? Aber heutzutage gibt es ja die Hausmittel oder die Haushelfer, Haushaltshelfer, nicht die Hausmittel, die Haushaltshelfer. Und das ist hier eben das Schöne. Die Ladestation kommt mit nach Hause. Das heißt, wenn er jetzt der Akku zur Neige geht, fährt er automatisch an die Ladestation. Aber ich hatte ja gesagt, 120 Minuten. Also das ist schon wirklich beachtlich. Das findet man bei ganz wenigen Staubsaugerrobotern. 2 Reinigungspads sind mit dabei. Das kann man dann nutzen, wirklich, wenn es dann Herbst, Winter ist. Ne, wenn die kann man auch in die Waschmaschine tun. Die kannst du waschen, bei bis zu 40 Grad. Also die sind da ganz pflegeleicht. Die halten per Klettverschluss. Eine Fernbedienung gibt es mit dazu. Die 2 Seitenbürstchen sind dabei. Und ich muss Ihnen sagen, ich war am Anfang echt erstaunt, wie schmutzig der Haushalt eigentlich ist. Ne? Ja, du denkst immer, du putzt einmal die Woche. Aber dadurch, dass der auch unters Bett fährt, dann kommt der eben auch da an Stellen ran, wo ich mit dem Staubsauger gar nicht hinkomme. Und wenn ich jetzt gerade Allergiker vielleicht noch bin, dann ist es eine enorme Erleichterung auch, weil du kommst ja mit dem Staub nicht in Berührung. Ja. Nee, und man muss, wenn man gerade wenn man Haustiere hat, schon sehr oft staubsaugen. Meine Mutter musste jeden Tag staubsaugen, als sie ihren Langhaarhund noch hatte. Ja. Das ist natürlich viel Arbeit, gerade auch für Senioren, sage ich mal. Meine Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste, ist aber noch sehr fit. Aber das ist schon Arbeit, wenn man jeden Tag staubsaugen muss, den schweren Staubsauger irgendwo rausholen muss. Und hier, den kann man ja einfach in der Ecke stehen lassen, in der Ladestation. Und dann, wenn man denkt, dass er loslegen soll, kann man entweder am Staubsauger direkt einen Knopf drücken oder mit der Fernbedienung einfach Start drücken. Der reinigt von ganz alleine die ganze Wohnung. Die ganze Wohnung saugt der Staub für dich. Ja. Also ich muss sagen, das ist einer meiner Highlights persönlich, weil es gibt ja Staubsaugerroboter, die kosten 400-500 Euro. Und da kannst du dafür das mit dem Handy steuern und da hast du noch dieses Einstellungsmöglichkeit und dies und das. Das ist zwar toll, aber im Alltag, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, nutzt man diese 1000 Einstellungsmöglichkeiten nicht. Es ist zwar schön, einen Putzplan dann einzustellen, aber dann ist man doch mal vielleicht unter der Woche zu Hause. Ne? Und dann, das hier ist super einfach. Das ist ein Staubsaugerroboter, der aufs Wichtigste reduziert ist, nämlich Putzen. Ja, und das auf Knopfdruck. Hier, ein Knopfdruck und schon putzen. Das finde ich so toll. Ohne Schnickschnack, ohne Schnirgel, sondern putzen und wischen und das für unter 100 Euro. Ja, man muss kein Techniker dafür sein. Sie packen den aus, stecken ihn in die Ladestation, suchen sich einen schönen Platz aus dafür und dann können der im Prinzip schon loslegen. Also es ist eine unglaubliche Erleichterung für die tägliche Hausarbeit. Es gibt Roboter, die uns die Arbeit abnehmen. Und wie gesagt, Staubsaugerroboter, ein Drittel der Deutschen haben einen oder wollen sich jetzt einen kaufen dieses Jahr. 156 Stunden im Jahr jeder Deutsche durchschnittlich mit Staubsaugen beschäftigt. Überlegen Sie mal, das ist Zeit, die man wirklich besser nutzen sollte und kann. Ich sage Ihnen mal die Bestellnummer nochmal. Das ist die NX 93 63 569. NX 93 63 569 für unseren Preisalarm des Tages, unseren tollen Staubsaugerroboter. Viel Spaß damit.